Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mad Father. Ich bin Little Confused Brain oder einfach gar nicht. Und ich sitze hier gerade im Schneidersitz und spüre mein linkes Bein langsam nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich das tue, aber irgendwie ist das trotzdem gemütlich. Klingt irgendwie abgefuckt. Okay, wir sind das jetzt mal hier gewesen und haben gesehen, dass hier abgefuckter Scheiß passiert ist. Und sie ist irgendwie so halb dabei, in Ohnmacht zu fallen. Deswegen würde ich sagen, wir reden auch mal erstmal mit ihr. Da ist irgendwas unter ihrem Shirt. Da ist auf jeden Fall was unter ihrem Shirt. Heißt Skirt nicht Rock? Ich glaube, Skirt heißt Rock. Da ist auch was drunter. Ein Roomkey, ein Schlüssel für einen Raum. Ernsthaft? Ich habe einen Schlüssel für einen Raum. In einer Villa. Okay, klar. Wird bestimmt nur eine Stelle geben, wo... Gäh, voller Blut. Okay. Yeah. Wollen wir hier auch erstmal abhauen? Ist da unser Vater? Vater! Dead boobs. Aber ist das nicht unsere Mutter? What the fuck? Mutter? Bist du das? Oh, warte! Ach, keinesfalls. War das wirklich Mutter? Da kann, ist kein Weg, dass ich sie falsch verstanden habe. Das falsch gesehen habe. Das war Mutter. Warum Mutter? Das muss ein Fluch sein, oder? Hast du es noch nicht bemerkt? Diese Tragödie wurde von dem Fluch der Frau zu dir gebracht. Die Malize für deinen Vater. Die Maliz hat sich in eine in einen Fluch verwandelt, um den Tod deines Vaters zu ersuchen. Könnte die Frau... So, du verstehst es also. Ja, deine Mutter. Das kann nicht sein. Warum glaubst du das? Weil Mutter meinen Vater liebte. Mutter hat selbst die Arbeit von meinem Vater verstanden. Und Vater hat meine Mutter deswegen auch geliebt. War Mutter nicht glücklich? Ich kann nicht glauben, dass sie irgendwie was gegen meinen Vater hat. Aber... Vielleicht mochte meine Mutter Vater und Maria zusammen nicht. Ich möchte nicht, dass das wahr ist, aber... So, du willst also die Wahrheit herausfinden? Okay. Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Der Corpse Room. Hier sind ganz viele zerstückelte Leichen anscheinend. What the fuck? Da ist ein Kopf. Wo ist der Körper? Oh Gott. Okay, du suchst anscheinend einen Körper. Viel Spaß dabei. Ah! Ich weiß nicht... was ist da links neben mir? Das sieht schon krank aus. So, ich werde mich einmal kurz hier wieder richtig hinsetzen. Mein Bein tut nämlich langsam weh. Nur mit Müll voll. So, was mit dir? Wollte ich die wirklich ansprechen? Diese Person sah so traurig aus. Oh Gott, ernsthaft? Das ist ja wie ein Pokémon, wenn man in eine Höhle geht. Wo ist der Rabe? Ich will speichern. Da. Hier ist, was ist das? Eine Leiter! Die können wir auf jeden Fall gut benutzen. Ich weiß nämlich auch schon wo. Und zwar in diesem Attic links. Da konnten wir es benutzen. Wop. So. Boah, macht das eklige Geräusche, wenn meine Leiter hochgeht. Holy dicks. Unlock the door. Aber wahrscheinlich nicht. Das war alles? Wir können aber nochmal zurückgehen. Okay. Ja gut. Ich glaube, das war... Obwohl, eine Sache interessiert mich noch. Eine Sache. Und zwar,
Dieses Vieh hat seinen Körper gesucht und... Ist das vielleicht der Körper, den du suchst? Wo ist der Körper? I'm the genius. Amadeus. Gefunden! Okay. Sind wir cool? Danke, Miss! Ah, okay, er hat auch was droppen lassen. Ein Gem. Hell yeah, ich habe diese ganze Scheiße gemacht für ein Gem. Irgendwas sagt mir, dass ich hier noch was vergessen habe. Diese Leiter. Gott, ey, diese Geräusche. Die Leiter, das ist doch... Den will ich auch eigentlich mitnehmen. Irgendwas sagt mir, dass ich hier was vergessen habe. Aha. Seht ihr? Hier waren wir nämlich auch noch nicht drin. Was ist das? Warum ist da so ein Doppelkopfvieh? Das ist ekelhaft. Komisch. Okay. Hier haben wir irgendwie zwei Augen bekommen. Und da war ein leerer Eimer. Können wir den mitnehmen? Ja, wunderbar. Gut, denn, wenn ich ehrlich bin, ich habe bei diesem Spiel schon, auch wenn ich es bis jetzt noch nicht ganz so lange gezockt habe, habe ich schon gemerkt, dass man sich in jede kleine Ecke öfter umsehen sollte. Deswegen dachte ich mir, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir uns... Hi. Da nochmal umgucken. War das irgendwie ein Wegweiser? Geh nach links! Geh in diese Tür! Okay. Ich folg einfach so einem komischen Teil. Okay. Da ist irgendwas auf dem Boden. Pendant. Das ist, glaube ich, so eine Kette, so ein Anhänger. Aber bevor wir jetzt wirklich da langlaufen, wo wir langlaufen sollen, werde ich einmal kurz jetzt schauen, was ich da mir denn abgreifen kann, wenn ich jetzt mit der Leiter hier hochgehe. Denn wir haben die ja nicht umsonst gekriegt. Yeah! So. Denn hier haben wir ein Game. Sonst noch irgendwas? Da wären auf jeden Fall jetzt noch die restlichen Barrels gewesen, die man für das eine Rätsel hätte wissen müssen. Waren ja, glaube ich, 7, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ihr wisst ja, ich laufe immer dran vorbei, aber ich sehe es nicht. Ich bin dumm! Was? So. Wo? Meine Gute. Hello? Ich glaube, sie wollte irgendwas sagen. Use the room key. Okay. Das sieht scheiße gruselig aus. Ein Tagebuch. Ist das vielleicht Marias Tagebuch? Doktor, es sind jetzt Jahre her, dass ich Jahre von dem Tag entfernt, bis ich... Wow, die einfachsten Vokabeln verkacke ich gerade. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass ich zu dieser Mansion gekommen bin. Und ich werde diesen Tag niemals vergessen. War sie die Pennerfrau da? What the fuck? Bitte, essen. Essen. Irgendjemand. Essen, irgendjemand. Ah. Sie könnte ein Subjekt sein für meine Arbeit. Es ist sehr schmerzvoll, jemanden zu sehen wie dich auf diese und so dünn wie dich. Komm mit zu mir nach Hause, bitte. Ich werde dir Kleidung geben und sehr leckeres Essen. Schmeckt's dir denn?
Ich werde dich mästen, damit ich dich schlachten kann. Die war zusammen mit so einem komischen Vieh da drin. Bleib hier für eine kleine Weile. Ich werde meiner Familie über dich erzählen. Familie? Ich habe eine Frau und ein Mädchen, was gerade 7 wurde. Ich bin sicher, die würden sich freuen, dich willkommen zu heißen. Familie? Mag diese Person mich? Oh, das sieht ganz schön aus, als ob die ganz schön zugedellt ist. Muss ganz schön wehtun. Vielleicht kann ich irgendwas tun. Ah, und so wurde sie die Ärztin. Okay. Mein Rock wird jetzt nicht so viel Kleidung sein. Aber die andere Kleidung, die ich habe, ist... Sie hat sich ausgezogen, nur um ihm zu helfen? Wow. Wow, ich bin fassungslos, sehr überrascht. Er war dabei zu sterben, aber er hat sich gut erholt über die Nacht. Sieht so aus, als ob er exzellent behandelt wurde. Hast du ihn behandelt? Ja. Ha, wie nett. Du bist sehr talentiert. Bitte, ich... Ich kann das nicht einfach so verschwenden. Wie ist dein Name? Hä? Ich bin... Maria. Maria, hm? Ein sehr schöner Name. Maria, würdest du gerne meine Assistentin sein? Ich möchte dich nicht verlieren und deswegen bitte bleib bei mir. Okay? Willst du mir Treue schwören bis zum Ende deines Lebens? Ja. Okay. Sollte das dann so zu... Das war fast so, als ob er die geheiratet hat, oder nicht? Mein Treue schwören bis zum Ende ihres Lebens und er hat sich so hingekniet. Ich war so glücklich. So glücklich, dass du mich gerettet hast. Ich war allein, aber du hast mich zu etwas gemacht, was man braucht. Du hast mir Liebe gegeben. Und solange du mich brauchtest, war ich bei dir. Wie sollte ich nur ohne dich leben? Ich liebe dich, Doktor. Okay. Sexy. Okay. Interessant. Wissen wir auch mehr über Maria. Ich wusste niemals viel über Maria. Maria muss wirklich meinen Vater auch sehr geliebt haben. Mehr ist hier nicht. Willst du mich verarschen? Xuarixt. Gestern habe ich einen Jungen getroffen. Er war sehr nett, sehr liebevoll und... das weiß ich nicht. Aber an dem Moment, als er mich gesehen hat, ist er weggerannt, weinend. War mein Gesicht wirklich so angsteinflößend? Und die anderen Leute waren auch immer sehr erschreckt vor mir. Ich glaube, es liegt an den Augen. Naja. Ich glaube, dass die anderen Dienstmädchen mich hassen. Also mich wirklich nicht mögen. Ich kann mir einfach nicht helfen. Ich habe dem Doktor einfach weggenommen. Natürlich konnte ich nicht ihre Mutter ersetzen. Okay, es ging um die Augen. Interesting. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Schnitt für die heutige Folge Mad Father. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und ich habe jetzt noch 30 Sekunden, um irgendwas euch zu erzählen. Reden wir über diesen guten Künstler. Ich mache jetzt einfach mal ekelhafte Promo. Falls ihr gute Musik hören wollt, guten deutschen, deepen Rap, dann kann ich euch dieses tolle Album empfehlen. Sierra Kid, Kopfvilla. Ist kein Album, sondern seine EP, die rausgekommen ist. Um genau zu sein, am 20.12.2013. Könnt ihr gerne mal reinhören. Unglaublich gutes Ding. Gibt's auch bei Spotify. Aber wenn ihr wollt, unterstützt den Kerl. Der ist unglaublich gut. Gerade mal 17. Und das war's, euer Brain.